was Christoph auf dem Platz so drauf hat, das kann ich schon so ein bisschen einschätzen. Persönlich kenne ich ihn jetzt noch nicht so gut, deshalb weiß ich auch noch nicht, wie er auf der Xbox genau agieren wird. Ich denke aber, dass ich ihn so einschätzen kann als gefährlichen Giftpfeil, der versucht, jede Chance zu nutzen. Und dem versuche ich natürlich zu widerstehen und dagegen zu halten. Ich werde probieren, gegen die starken Dortmunder auf FIFA 14 erstmal defensiv zu agieren, gut zu stehen und dann den einen oder anderen Konter fahren. Und dann wird man schauen, was dabei rauskommt. Am 25. Spieltag kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Match zwischen Dortmund und Mönchengladbach. Für Jonas Hofmann und Christoph Kramer ein echtes Prestigeduell. Das Vorspiel gibt's bereits heute in FIFA 14 auf der Xbox. Er ist natürlich auch nicht langsam. Er ist natürlich auch nicht langsam, aber der Janschke ist auch ein Bär, der Janschke. Boah, Schiri! Klapp rot. Er ist verletzt. Der meckert noch für sowas. Oh. Da muss er raus. Toni, komm, du auch direkt runter. Schnell wird deutlich, hier geht's direkt zur Sache. Hofmann will die schmerzhafte Niederlage aus dem Hinspiel vergessen machen. Lewandowski. Glück für Kramer. Beim BVB fehlt es an Zielwasser. Doch ein Tor liegt hier jetzt in der Luft. Mein Controller ist am Vibrieren hier. Der war auch schon drin, der Ball. Komm wieder. Jetzt ist Levi außen und keiner in der Mitte. Doch, da kommt er rein. Gute Flanke. Tor! Sein erstes Kopfballtor und sein. Halbzeit in Dortmund. Hofmann führt verdient mit 1:0. Und Kramer? Der hofft auf die zweite Hälfte. Ja, ich wusste natürlich, dass es gerade im Signal Iduna Park eine ganz schwierige Aufgabe wird. Und es sah eigentlich gar nicht schlecht aus bis zum 16er. Aber da muss natürlich jetzt deutlich mehr kommen. Wenn man den Rest anschaut von den Statistiken, sieht es doch bis auf den Ballbesitz ganz klar und deutlich für den BVB aus, dass wir das Spiel gewinnen werden. Zweiter Durchgang im Signal Iduna Park und Kramers Jungs halten sich an die Vorgaben. Gladbach drückt den BVB jetzt in die eigene Hälfte. Levi, starte doch früher da rein. Nichts geht mehr beim BVB. Und das hat mit Fußball nichts zu tun. Oh, von hinten in die Beine. Was? Ja, ich muss da runter. Guck mal, wie er mich. Das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz. Das habe ich ja, obwohl es virtuell war, real gespürt, diesen Tritt hier. Geh, Levi, geh! Ja! Da ist das 2:0! Robert Lewandowski! Was für ein spektakulärer Spielverlauf. Hofmann dezimiert seinen BVB und erhöht direkt im Anschluss. Mach die Mitte zu. Und Juan. Über Arango! Gut. Diesen Rückstand kann Kramer nicht mehr aufholen. Revanche geglückt. Das Showmatch an der Xbox endet mit 2:0 für den BVB. Ach komm. Im Gesamtpaket würde ich einfach sagen, das war ein hochverdientes 2:0. Es war auch wichtig, zu Null zu spielen für die Moral. Und ich denke, die Zuschauer haben ein gutes Spiel erlebt und fahren auch glücklich nach Hause. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Das war schon ein sehr verdienter Sieg. Ist natürlich blöd bei so einem überharten Einsteigen von Mkhitaryan, wo ich dann in Überzahl spiele, dass ich dann im Gegenzug durch einen leichtsinnigen Ballverlust halt das 2:0 bekomme und dann war der Drops gelutscht.